In dieser Zeichnung gilt AB gleich H, AC gleich P, A'B' gleich H', CA' gleich P' und F1C gleich CF2 gleich F. Für diesen Fall sollen wir diese zwei Formeln beweisen. Die Dreiecke ABC und A'B'C sind ähnlich, woraus wir zum Beispiel schließen, dass klein geteilt durch groß dasselbe ist wie klein geteilt durch groß. Also nochmal, klein H' geteilt durch groß H gleich klein P' geteilt durch groß P. Und somit haben wir die erste Formel schon bewiesen. Jetzt noch diese. Dazu nutzen wir diese zwei Dreiecke CDF2 und A'B'F2. Auch diese zwei Dreiecke sind ähnlich, woraus wir zum Beispiel schließen, dass klein geteilt durch groß gleich ist zu klein geteilt durch groß. Nochmal, klein H' geteilt durch groß, der Abstand zwischen D und C, das ist diese Höhe H, also geteilt durch H, gleich klein, dieser kleine Abstand zwischen A' und F2, das ist dieser Abstand P' minus diesen Abstand F, also P' minus F, geteilt durch groß. Und dieser Abstand zwischen C und F2, das ist der Abstand F. In dieser Gleichheit können wir den Bruch H' auf H durch diesen Bruch P' auf P ersetzen, denn das haben wir gerade bewiesen. Also durch diese zwei Formeln erhalten wir diese Formel, die nur noch F, P und P' enthält, genau wie die Formel, die wir suchen. Also müssen wir jetzt nur noch diese Formel in diese Form umschreiben. Wir multiplizieren zuerst kreuzweise, so, setzen diesen Term minus PF links rüber, somit erhalten wir diese Formel. Links klammern wir F aus und jetzt teilen wir diese Gleichheit durch F sowie auch durch P'P. So erhalten wir diese Formel. Links haben wir P' auf P'P plus P auf P'P. Also so. Um hier durch P' kürzen zu können, muss P' oben und unten multiplizieren. Um hier durch P kürzen zu können, muss P oben und unten multiplizieren. Deshalb schreiben wir die Zähler um, indem wir mit 1 multiplizieren. Wir haben nichts geändert, aber jetzt können wir diesen Bruch durch P' kürzen und diesen Bruch durch P kürzen. Und somit erhalten wir genau die Formel, die wir beweisen sollten. Also, der Auftrag ist erledigt.